Zuschauer. Wir sind heute in Berlin und treffen Sven Sören Christophersen. Wir machen heute einen richtigen Touri-Tag und fahren mit dem Schiff durch Berlin. Mal gucken, wie gut er sich auskennt nach 2,5 Jahren hier in Berlin. Möhre. Danke, grüß dich. Bist du bereit für unser kleines Treffen? Ich freue mich. Ich bin tierisch aufgeregt und bin mal gespannt, was wir hier heute sehen werden. Alles klar, gehen wir mal an Bord. Ne? Zu einer perfekten Touri-Tour in Berlin gehören auch die Berliner Weiße. Ist das das erste Mal, dass ihr jetzt in Berlin so eine Rundfahrt mit dem Schiff macht? Absolut, ja. Wäre ich jetzt selber auch nicht drauf gekommen, aber ich bin mal ganz gespannt, was die Fahrt für uns zu bieten hat. Du bist gebürtiger Lübecker, hast in Hildesheim, in Wetzlar, in Lemgo gespielt. Alles Städte, die etwas kleiner sind als Berlin. Wie fühlst du dich hier eigentlich jetzt in deiner Großstadt? Ich war am Anfang wirklich skeptisch, weil das wirklich ein deutlicher Unterschied ist. Aber man hat ja auch so ein bisschen seinen Kiez und das ist... Also die Stadtteile an sich sind auch wie Städte in sich letztendlich. Und du bewegst dich ja letztendlich auch nicht in der kompletten 3,5 Millionen Einwohnerstadt. Das heißt, du kannst dir einfach die schönsten Flecken raussuchen. Und das ist ja eine sehr komfortable Situation. Insofern gefällt es mir absolut gut und ich fühle mich sehr wohl. Die Füchse sind ja richtig angekommen in der Hauptstadt mittlerweile. Merkst du an kleinen Dingen, dass der Hype um euch in Berlin zugenommen hat? Es ist tatsächlich auch so, dass du mal durch die Stadt gehst und hier und da auch mal angesprochen wirst. Selbst auf dem Boot heute wurden wir schon erkannt. Insofern freut man sich natürlich auch darüber, weil das auch immer so ein Zeichen ist, dass man seine Arbeit vielleicht auch ganz gut verrichtet. Übrigens, wo sind wir hier? Das ist übrigens der Reichstag. Wo sind wir hier? Was ist das für ein Viertel? Das ist das Nikolaiviertel. Richtig. Ja, siehst du. Und jetzt nach links gucken, hast du gute Sicht auf die Waschmaschine. Von Angela Merkel. Von Angela Merkel. Ja. Ohne dich würde ich, glaube ich, gar nicht klarkommen. Das ist echt toll. Freue ich mich. Ihr seid letztes Jahr bei eurer ersten Teilnahme direkt ins Final vorgekommen. Habt ihr das schon verarbeitet? Ja, das ist sogar eher gefährlich gewesen für die Außendarstellung, weil in Berlin ist man natürlich sehr begeisterungsfähig, aber der Berliner an sich erwartet dann auch, dass man mindestens das gleiche Ergebnis wieder erzielt. Und insofern müssen wir trotzdem erstmal wieder es schaffen, die Gruppenphase zu überstehen. Das ist, glaube ich, in der Gruppe durchaus möglich. Auftakt ist ja auch gelungen, auch wenn er etwas holprig war. Du bist in den letzten zwei Jahren unheimlich gereift und bist jetzt der Hoffnungsträger für die Nationalmannschaft. Wenn das so ist, freue ich mich darüber. Also es war immer auch mein Ziel, einerseits im Verein ein Leistungsträger zu sein und ja, da zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. Und genauso ist, will ich mir auch auf die Fahne schreiben, das in der Nationalmannschaft zu sein. Und ich bin froh, dass ich mit Martin Heuberg jetzt auch einen Trainer habe, der nach und nach mehr auf mich setzt und möchte dieses Vertrauen natürlich auch mit Leistung zurückzahlen. Die Journalisten reißen sich nach dem Spiel immer darum, von dir ein Interview zu bekommen. Das liegt natürlich daran, dass du eine gestochen scharfe Analyse direkt nach dem Spiel lieferst. Wie machst du das? So flöse. Ich habe Knopf im Ohr. Nein, also... keine Ahnung, also ich bin sowieso ein sehr reflektierter Mensch und mache mir auch im Spiel Gedanken darüber, was kann man jetzt verändern, was muss passieren, um erfolgreich zu sein. Und insofern hat man vielleicht diese Informationen dann sowieso parat und kann sie dann im Interview auch mit anderen teilen. Touri-Tag heute mit dir. Ja, das hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Das Wetter war gut. Insofern, ich habe viel Neues gelernt. Ich hatte einen tollen Touristenführer. Gepasst. Viel Erfolg bei der Saison. Danke. Wir sehen uns. Ciao.